Hier sehen wir drei sehr frühe Arbeiten von Hermann Nitsch. Hermann Nitsch ist 1938 in Wien geboren und war mit Günter Brus der noch am längsten aktive Wiener Aktionist. Er ist im April 2022 gestorben, aber hat bis dahin an der Realisation seines Gesamtkunstwerks, dem Orgelmysterientheater, gearbeitet. Das Orgelmysterientheater versteht sich als Gesamtkunstwerk, das aus ganz vielen verschiedenen Aspekten der bildenden Kunst besteht. Das Orgelmysterientheater besteht aus musikalischen Elementen, aus performativen Aktionen, aus Malerei, aus Grafik und Zeichnung. Nitsch begann 1957 als knapp 20-Jähriger, direkt nach seinem Studium an der Grafischen Lehr- und Versuchsanstalt, mit der Konzeption seines Orgelmysterientheaters und hat dieses dann auch schon niedergeschrieben in der Wortdichtung. Allerdings kam er schnell darauf, dass nur das geschriebene Wort einfach nicht ausreichte, um wirklich alle Sinne des Publikums ansprechen zu können. Deshalb sollten sein Werk wirklich in den realen, direkten Raum hineingehen. Nitsch wollte, wie er selber immer gesagt hat, reale Geschehnisse inszenieren. Er begann also mit seinen sogenannten theatralischen Malaktionen. Das heißt, er hat vor Publikum seine Leinwände bemalt. Inspiriert vom Informell hat er eben vorwiegend rote Farbe auf Leinwände geschüttet, gespritzt und hat wirklich diesen Malprozess als psychophysischen Akt des Ausagierens verstanden.